Herzlich willkommen hier zurück bei nicht so Neta to Geta. Während Xiaomi auf meinem Screen gerade seinen dicken Prügel ins Gesicht hält. Zumindest nicht bei Alter! Mir, denn nicht die werten Herren suchen. Was? Aber du willst mich wohl verarschen, oder Shio? Ah, so geht's aufstehen. Ernsthaft? Ich hab dich umbringen wollen? Du hast nach mir geschlagen, du Penner! Hat er dich umgebracht? Ja, hat er. Lässt du irgendeinen Krümelhut da liegen, dreh ich dir höchstpersönlich den Hals um. Nein, ich hab dich gerichtet, dass ich jetzt verwirrt habe. Ja, mit einer Schrotladung im Körper. Was? Ich hab dein Goldshot gerecht. Sehr toll gerecht. Gut, dass du nicht alles mitnehmen kannst, weil du definitiv nicht genug Platz dafür hast. Ich kann jetzt nicht erstmal heilen. Ich bin sowieso nur 100 HP. Ich dachte, du bringst dich sowieso mit einem Schlamm. Ja, jetzt wastest du nur mal eben gleich zweimal Painpills für nix. Tolle Idee. Los, regeneriere dich. Energie. Sehr witzig, jetzt darf ich wieder reconnecten, wegen des werten Herrn. Okay, das war arschig, aber trotzdem. Nein, das war super, mach das nochmal. Was da ein, Alter? Ich will's sehen, ich... Versprech dir, dass ich das nächste Mal, wenn ich dir auch nur nahe komme, irgendwas in den Schädel stecken werde, und zwar quer. Okay. Jetzt fängen hier schon interne Gangkriege an. Oh ja. Was sagte ich zu allem, was du liegen lässt? Ja. Ja, ich brauch dein Basic, oder die blöden. Oh, Klopapier habe ich gefunden. Also Bandages. Das aussieht wie Klopapier. So. Ich bin ja eigentlich bei Shio bald. Ja. Du wärst bei uns beiden, wenn eine gewisse Person nicht ihren Prügel in mein Gesicht geschlagen hätte. Ich hatte ja auch nur 360 HP oder so, also pfff. Ich hatte auch nur 300 HP, ich dachte Einschlag von dir bringt mich um. Hätte er, wenn du mich nicht vorher getötet hättest. Okay. Du hast mich getroffen, ich hatte aber noch 50 HP. Dann das Schuss doch mit K.O. gewesen. Na super. Vor der Safe Zone stehen Spieler. Sie? Ja. Also wollte ich nicht zulassen, dass Stacko Vega tot hat als ich. Sag's ja. Watch your back. Ich muss mir noch ganz viele ausreden, einfach so wie ich so gemacht habe. Die werden dir nichts bringen, du wirst trotzdem sterben bei nächster Gelegenheit. Mein Knüppel ist ausgerutscht. Ich bin gefallen und dann war er plötzlich schwanger. Genau so. Könntet ihr wenigstens die Ehre haben, mich zu entweihen? Nein, ich bin gerade auf dem Haus, was keinerlei an Loot hatte. Oh, wir haben ganz viele Spieler verloren, wir sind noch ganz viele Spieler auf dem Haus. Ah, ist doch gut. Naja, bei 1 Uhr, ne? Ja und? Weiß ja. Da fängt der Tag doch gerade an. Naja. 60 Jahre, da fängt das Leben an. Für uns No-Lifer. Na, herzlichen Glückwunsch, ich darf erstmal zum ADW latschen. ADW? Du bist genau auf der Hälfte zwischen, verstehe ich mal nicht so. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ohne Food, ohne Waffen, ohne alles, quer durch die Map. Super. Ja, super, ich muss erstmal da hinkommen. Hä? Wie komme ich hier wieder raus? Wir sind über Zäune. Wie bin ich überall reingekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Ah, da geht's raus. Wobei, ich gehe jetzt erstmal nochmal hier rein und was essen. Bist du jetzt Terrari der Bodenbären? Was? Bist du jetzt Bitte erklären Sie ihm das. Ich hab das nicht gesehen. Ich glaube nicht. Sicher, dass das ganze Internet mittlerweile ASDF gesehen hat. Das Internet schon, nicht Terragi. Okay, Terragi, bitte nach dieser Folge geh in deinen Browser, gib ASDF UV ein, guckst dir an. Es geht 2 Minuten und du wirst lachen und du wirst es verstehen. Jetzt musst du nur noch ihm auch sagen, welche Folge. Es gibt ja mehrere. Die erste ist das wird der Bruder war das. Was, die erste? Oh Gott. Ich dachte erst in der zweiten, dritten irgendwann. Na egal. Ich bin hierher gekommen. Hey Cash, herzlichen Glückwunsch, ich hab 5 Dollar. Wow. Du hast auch dein Geld verloren? Ich habe gerade 5 Dollar gefunden, Terragi. Ich habe aber Geld von dir bekommen, dafür dass ich ihn erschlagen habe. Sag dir, ich werde dir mein Brecheisen quer durch den Schädel ziehen. Das ist eine Competition.
Ah, da kommt ein Tio entgegen. So langsam. Töte ihn! Das wäre offen. Nein, Terai ist jetzt Bros. Ich hab dich gekillt, weil du ihn gekillt hast. Töte ihn. Sofort. Was versuchst du, dich den Baseball schicken? Nein, ich komme hier nicht durch. Aha. Die Bäume, die sind. Lassen mich. Ah, gut. Gut, dass ich durch Bäume laufen kann. Wo sei denn der zu lagen? P-Reggie. Ah, da bist du. Oh, hi. Hast du aber auch eine geile Knarre da, ey? Das ist eine ganz normale Schrot. Töte ihn, töte ihn! Die hatte ich sogar schon am Anfang des letzten Tests. Also, jetzt nach 15 Folgen endlich mal wieder. Ich hatte diese selbstgemachte Shotgun, die sieht irgendwie professionell aus. Ja. Die ist aber auch zusammengeklebt, wenn man es genau sieht. Oh, ich bin in die falsche Richtung, ich bin super. Ein bisschen Panzertape drum getaped. Also bei mir auf dem Bild sieht die sonst ziemlich, wie heißt die, nochmal, das ist nicht die SPRZ, das ist, wie heißt die jetzt nochmal? Überleg ich gerade, die andere, die auch in Left 4 Dead 2 hast. Ich bin zwar ein Nerd, aber ich bin kein Waffen-Nerd. Fragst du definitiv den falschen. Zoom und der rennt sofort raus aus meinem Zoom. Töte ihn! Ja, genau, Crawler! Ist da ein Crawler? Nein, ist nur ein Schild, oder? Scheiße, nein, das ist ein Auto. Blöder Crawler. Ich finde ja, dass wir in der nächsten Folge so können, die Versorgung zu rausfinden. Blöder Neta-Crawler. Blauen Waffentauschhändler-Dingens gehen. Ja, irgendwie so das Schachtelzigaretten und so. Kommt drauf an. Es gibt einer, der tauscht mit Seife und Zigaretten und Kartenspiele und einer mit Gunparts. Ja. Endlich wieder eine U-Bahn. Und Loot! Hier liegt jede Menge Loot. Hier ist ein Spieler gestorben. Ammo, canned food, 9mm Ammo. Her damit. Nimm ich Bandages. Da hinten liegt noch mehr Loot. Oh Gott, das ist... It's a trap. It's a trap. It's a fucking trap. 50, 30 Dollar, noch mehr Chips. Ja, die Treppe führt ins Nirgendwo. This has to be a trap. Nochmal 30 Dollar, noch mehr Ammo. Wenn du da jetzt runterfällst. Hutzi, shit. Ich bin hier oben. Runterfällst du richtig aus. Aber hier oben ist auch nichts, glaube ich. Warte mal. Okay, die U-Bahn scheint mir wohlgesonnen bis jetzt. Ich bin nicht genug Spider-Man dafür. Ich guck mal eben auf Peter. Ah, ich bin fast vom Dach geflogen bei meinem Sprint um die Kurve. Nun los, lauf! Da hinten ist ein Crawler. Boah. Merk gerade auf Entfernung, wie das wackelt. Das Snipern wird verdammt schwer werden. Und da ist noch ein Crawler da unten. Und soweit ich weiß, wenn du dich hinlegst, benutzt du das Stativ da dran. Ja, und wenn du dich hinhockst, hast du auch nochmal eine stabilere. Theoretisch. Wenn du dich hinlegst, zuckst da gar nichts mehr. Im Normalfall. Sollte zumindest nicht. Da oben geht's auch nicht lang. Da ging's. Da ging es lang, wenn man da hoch könnte. Das ist ein Sniper-Dach gewesen. Da kannst du dich drauflegen, hast das ganze Bild und das ganze Rad gesehen. Habe ich ja gemerkt. Ich habe nur kein Sniper-Gewehr. Kannst ja die Schrot nehmen, die ist genauso effektiv. Ja. Treffe ich 30 Leute auf einmal. Das wäre geil, 30 Headshots mit einem Schrotschuss. What the? Also einfach mitten ins Land rein. Nix. Aimboard! Was ist eigentlich Nacko? Ach, der rennt voll in die falsche Richtung. Rennt er nicht? Wo ist der denn? Süden, weiter nach Süden. Der war mal bei der Lakes Safe. Viech. Ich bin dem Loot hinterher gelaufen. Und jetzt hat sich's gelohnt. Ich hab nur ein Messerchen. Zu heulen. Ich kann dir Nacos Baseballschläger geben. Der hatte auch eine Machete. Hinter dir, hinter dir. Wo? Loot. Ah. So. Unnötiges Verbandiert. Ja, ich hab
hab keine Waffe. Boah, Teragi, könntest du bitte aufhören, wie ein Creeper zu zischen? Das bringt mich sofort zum Zucken. Das ist echt nicht gut. Du hast eine 9mm gedroppt, danke. Ich weiß zwar falsches Spiel, aber trotzdem. Ey! Hätte ich nichts gesagt, ey. Jetzt hab ich eine 9mm, die hat der Creeper gedroppt. Creeper? Ja, sogar Crawler. So, ich brauch Schrotmuni. Hey, die hat echt Munition. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen in den Norden zu Rivers. Genau, lauft vor mir weg! Ja, Westview. Da ist ein Outpost. Das ist wundertoll. Ja, nur weil du da einmal, nur weil ihr einmal da mal von Russen erschossen wurdet. Das ist übrigens eine Wacken, die er getroppt hat. Das ist nicht die normale Pistole. The Netherwatch have lost the territory. Und ich hab wieder einen Crawler an der Backen. Das ist ein scheiß Vieh. Da ist er. Scheiß Neta-Crawler, ey. Wenn du mich schon wieder meine Painpills klaust, dann dreh ich dir den Real Life den Hals um. Hinter dir! Wo ist er denn? Hinter dir. Hinter mir. Ich warte, bis du vom Nether geknuspert wirst und dann schnapp ich dich. Nethas. Ja, mal ein bisschen Level. Komm, wir gehen mal. Wo ist der eigentlich? Hä? Ach, da unten ist der bei den ganzen Schriftzügen. Das ganze Süden ist ja gerade wie so ein Berserker. Ich laufe in eure Richtung, was willst du überhaupt? Was war wirklich? Ja, und dann bin ich der Lootspur hinterher gelaufen. Ich sage ja, it's a trap. Ich bin einer Spur aus Chipstüten, Geld und irgendwelchen Bandagen gefolgt. Ach, aber wenn, wenn ich dich sehe und du deine Waffe gegen mich richtest, dann kriegst du einen Chatshot von meiner Weg. Meiner, die du weggenommen hast. Das ist mein. Hey, Ammo, her damit. Du hast mich gerade mehrfach Ammo, jede Menge Futter, Getränke, Painpills und alles gekostet. Wenn du nochmal irgendwas von meinem Loot klaust, trete ich dir im Real Life in den Sack. Du kriegst das Ding ja wieder. Ist ja nicht der von wegen, als wenn du mir meine Machete wiedergeben würdest. Das ist mir so suspekt. Herzlichen Glückwunsch, die ist ja auch viel besser. So frei. Über das freie Feld, über den freien Park zu laufen, das ist. Schon wieder Cash. Das ist nicht so gefährlich, wie wenn Shio hinter dir läuft, glaub mir. Ich hab'n Bessie. Ja, das bringt dir viel, wenn er dir von hinten eine überzieht. Ich würde grad sagen, das ist am gefährlichsten, wenn man dich auf lange Distanz zieht, dann schießt du einfach. Da ist nichts. Wenn ich eine Schusswaffe hätte, würde ich das gerade tun. Vielleicht finde ich ja noch eine, Muni habe ich ja schon. Ist hier noch irgendwie so ein... Nichts. Moment! Das kenne ich hier, hier war ich glaube ich schon mal. Ja, hier ist irgendwo diese Kirche. Ja, ich kann mindestens eine U-Bahn-Station laufen, locker, ihr seid schon weiter. Ja, ihr wartet ja nicht. Wo ist die? Ist die Church, wir gehen direkt auf zu. Was, ihr seid in Gelsenkirchen? Ja. Dadurch ist es der Park, die Kirche ist doch noch ein bisschen anders. Egal, aber da ist die Eisenbahnstation, da war ich auch schon. Hier war ich halt, als ich euch gesucht habe, glaub. Nee. War ich nicht. Sieht alles immer so gleich aus. Da warst du in der Nähe, als du versucht hast, deinen Loot wiederzufinden, den ich hatte, als ich von einer ganzen Horde von Netern gejagt wurde. Da bist du da mal hingelaufen und gestorben. Wollen wir mal den Gargoyle pullen, der sieht so friedlich aus. Nein. Der heißt Mantis übrigens. Ja, ich weiß. Der Ragi hat eine Aversion gegen die Viecher, weil er meint, dass dann immer Spieler in der Nähe sind. Nein, das waren die Golems. Ist doch dasselbe. Oh, da ist eine Truhe. Wo bist du? Ah, da bist du. Hinter dir. Du hast wieder so einen Laufbug. Ich bin dafür, dass wir diese Folge Mord und Totschlag nennen. Sieht aus so. Fairy Gum. Ich nenne sie Gerechtigkeit. Gerechtigkeit? Vor allem, weil ich dich ja so oft getötet habe. Ich mich aber Terrari. Ich habe Terrari gerecht. Lynchjustiz. Ja. Consume. Ja, I'm Batman. Consume. Oh ja. Nein, ich hasse Fledermäuse, ich werde dich töten. Du hast aber, glaube ich. Oh, hä? Ach so, du hast die Magnum in der Hand. Das sieht aus, als hättest du eine Schrot in der Hand. Nee, es ist eine Magnum. Du hältst die Magnum aber bei mir wie so eine Schrot. Ist doch geil. Und fliegst halt, ne? Bei mir so ein bisschen. Wallhack. Mit den Flyhack an. Flyhack, Wallhack, Weaponhack. Alle Hacks. Hey, Zigaretten! Ich hoffe mal, ihr habt irgendwas gepult und nicht ich.
Nee, das ich bin doch gar nicht. Irgendwer in der über mir hat gerade hart gepult. Ja, du bist doch gleich in der Riverside. Ah, Food! Riverside in Sicherheit. Aua, Scheißvieh. Scheiße. Wir Aua. Noch nein, dann werden wir in Frankreich. Oh, Aua, Gott. Ey. Scheißvieh, hart. Viech, ey, blödes. Ich hätte gerne canned food consumed. Her damit. Ist da einer? Ja, da ja war, ganz, ja. Ganz easy gelöst. Ich sag ja, du bist der Waffengott. Dankeschön. Aber nicht so eine Schläge, die eigentlich überlegen sollte. Dem er meinen Loot geklaut hat. Außerdem findest du Waffen sofort, nachdem du gespawnt bist. Oh, guck mal, eine Machete. Scheiß Neta, ey. Ich werd die ganze Zeit von Crawlern angegriffen. Was soll denn das? Nee, aber um nochmal auf das Thema an den Trennab zurückzukommen, da fand ich die Raststätte zum leeren Dödel eigentlich in Holland schon ganz gut. Alter! Ich möchte, dass dieses Bild als Sam für deine Folge kommt. Leeren Dödel. Oh Mann, hier liegt schon wieder jede Menge Loot, jede Menge Muni. Einer, verdammt. Und eine 9mm! Oh! Ich hab wieder was, womit ich Shio snipern kann. Geil! Pass auf, pass auf, pass auf. Wenn ich dich sehe, das ist die aufgekriegt, das bist du tot. Du wirst mich nicht sehen, das weißt du doch schon. Oh oh, noch einer. Ah, aua. Endlich. Und Muni habe ich genug für das Teil. Sehr geil. Oh, eine Alarmanlage. Oh nein! Sterbt! Aua. Sterbt elendig, ihr beiden! Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Antineta-Device has failed in a safe zone. Haha! Ha. Pass auf, der spuckt. Ja, ja, wenn man den haut. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Boah. Arsch. Ich sag ja, Waffengott. Oh, mein Gott, stehen hier viele Betten. Was ist denn hier los? Puh. Ah. Ich glaube, ich nehme mal meine Toilettenrolle. Da geht's nicht hoch. Irgendwo muss doch hier rausgehen. Ey, ist da doch scheißegal. Wir müssen zum Nacko. Ja, ihr wollt mich lynchen, ich weiß. Ich muss Nacko wieder erschießen, oder willst du nicht? Ohne Scheiß, wenn. Alter, wag es nicht, irgendeine Waffe auf mich zu richten. Du musst nicht deine Waffe auf mich zu richten, wir haben kein Problem. Da. Oh, schon wieder beide gleichzeitig. Die spawnen komm, immer wir so schnell. Jetzt mal hier vorne in die Kathedrale. Du hast eine Safe Zone und da ist wer drin. Ich geh jetzt erstmal in die Safe Zone. Komm mal, was da wolle. Ich hab zu viel Loot, das kann ich nicht riskieren. Obwohl die ist überrannt, scheiße. Das Ding hoch, dann kommt die selten hoch. Wenn sie hoch kommt, kommt sie auf den Sack. Ah. Level 6. Oh, hier ist es. Okay, die kann ich alle schlagen. Das sind alles welche, schlag mich an und sie platzen. Ich sehe es nicht da. Aua! Drecksviecher, ey. Aua. Safe soon! I'm safe! Oh, oh. I'm safe! Ich glaube, wir sollten rennen. Macht was ihr wollt, ich bin safe, ihr könnt mich. Exiting safe soon, was? Lauf, Shio! Kurierpaket, ach scheiß drauf, nehmen wir es mal mit. Oh mein Gott! Na scheiße, ich will nicht mehr zaubern. Da ist noch ein Lost, aber naja, die machen ja nichts. Ja, einer davon hat gerade, indem er hinter mir explodiert ist, hat er mich noch getötet fast. Gott, renn, Junge, renn! Ich kann nicht mehr! Oh kann nein. Ich? Nein, wo ist denn hier der komische Händler? Was ist meine irgendwo direkt vor mir, da vorne. Oh, wir sind auch gleich da. Ich bin in der Safe Zone, mir geht's gut. Ach, ich muss erstmal mein ganzes Stuff in Sicherheit bringen, bevor Shio mich wieder grillt. Riverside, ich komme! Was, schon wieder? Ja. Mein Gott, ey. Da soll noch mal einer sagen, Shio hätte und so. Ich bin sicher. Bist du auch schon oben? Oh, Schüsse, ich höre Schüsse. Das bin ich. Ich werde von einem Tech und allem verfolgt. Ja. Du bist in der Safe Zone, da machen wir dafür nicht. Muss er erst nach oben, noch ist er nicht safe. Ach, das ist so ein Trader. Ich will nicht lesen, ich will nach oben, ich will safe sein. Yes. Ih, hier ist ein Altar, lecker. Ich hab
Boah, wo ist denn dieser scheiß Händler? Der muss doch hier irgendwo sein. Ich hab auch meine komplette Munition verschossen, aber ich hab überlebt. Ich hätte welche. Das ist doch Magnum Munition, das ist keine 9mm. Ich habe Magnum Munition. Oh, das ist nice, gut gebraucht. Ich werde sie dir nicht geben. Nicht nach der Aktion. Cremst du dich ein bisschen? Ich werde dich töten. Da cremt er sich ein bisschen, dass ich ihn dann doch erschlage. Ich werde dich töten. Oh, ist ja süß, wenn er sauer ist. Naja, ich war auch ein bisschen angepisst, als er mich getötet hat. Ja. So, ich hab dich gerecht. Das ist eigentlich die offizielle Sch- Außerdem ist die Folge zu Ende. Ich weiß. Zu. Nur viel von der ersten Gamescom-Folge. Ich nenne sie immer noch Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit wirst du noch bekommen. Ist das die zweite Gamescom-Folge? Die erste? Zweite? Es ist die erste? Es müsste die erste sein, eigentlich, glaube ich. Denke ich, weiß ich nicht. Oder hatten wir nicht vorher schon einen Break? Ich bin nicht sicher. Es ist zu spät, um darüber nachzudenken. Lass mich in Ruhe. Package. Das bleibt hier, das kann ich alles verkaufen. Jetzt muss ich jetzt mehr handeln hier. Das ist alles weg. Store. Der Shio ist da unten. Ah. Bei dem Waffenhändler. Okay, drei Augen bringen eine Shotgun. Ja? Drei Augen. Ja, dafür muss aber die, Dings besiegen. Oh, Nako, hey! Das fällt dir schon auf, ich stehe die ganze Zeit schon neben dir. Gar nicht. Doch! Ich bin die ganze Zeit gelaufen, also standest du nicht du neben mir. Du standst gerade hier oben. Bin. So, auf jeden Fall Folge zu Ende. Ah, warte, lass mich doch eben noch meine Sachen hier in die Bank schmeißen erstmal. Hallo? Die letzte. Tutorial Package weg. Dem Scheiß braucht keine Sau. Kann man leider nicht ins Inventar packen. Klasse. Mir läuft immer noch so komisch. Hallo. Der läuft immer so komisch. Der hat überhaupt keine Bewegungsanimation. Ja, das ist die Waffenhexe. Außerdem ist er irgendwie groß. Ich habe ja auch eine Maske auf. Warum hast du eine Maske auf? Ja, bevor jetzt hier noch angegriffen wird. Hier wird nicht angegriffen, keine Sorge. Ich erinnere nur... Was? Ich habe mittlerweile Besseres. So, jetzt habe ich auch wieder Platz im Inventar. Okay, dann von mir aus, bevor wir hier doch wirklich noch geknuspert werden. Er hat eine Magnum, eine 9mm, der Nacko. Shio, du hörst super zu. Teragi, du hörst super zu. Lex, ich hör dir zu. What the fuck, was... Ist da geil aus. Ja, dreh dich mal hier wie ein Beyblade auf dem Boden, ohne irgendeine Animation. Okay. Boah, mir ist schwindelig. Ich hab doch grad die Magnum. Oh Mann, wir können uns nicht näher kommen. Wir können nicht kuscheln, aber es sieht trotzdem geil aus. Du backst dich bei mir immer hoch und runter. Ah. Hör auf mich anzugucken. Sieh mich dabei nicht an. Sieh mich dabei nicht an. Hätte ja eigentlich beendet. Das fragst du doch. Oh, goddammit, ey. Jetzt komm, werd fertig da oben. Ja, ich bin fertig. Ich kann abproduzieren. Ich handel noch. Handel später. Och, jetzt kommt schon. Okay, dann. Gruppen kuscheln. Oh. Ist aus wie mit einem Baseballschläger. Ich hab jetzt. Ja, genau. Alter! Ah. Bevor das hier noch eskaliert, wir sehen uns übermorgen. Ja. Er müsste dann aber auch die Gamescom wieder zu Ende sein. Nein. So schnell? Nein. Das wäre dann schon der 17. Mal schauen, irgendwie. Wir müssen mal gucken, wann die Folgen hochkommen. So ganz genau haben wir das, glaube ich, alle gerade nicht auf dem Plan. Genau. Bye bye. Und bei dir ja sowieso anders. Naja. Ciao. Ciao, ciao. Solar flares happen all the time. The frequencies vary, but it's safe to say that we get hundreds a year. Nine years ago, the largest of those flares occurred. That day, which people call the Cull, changed the course of human history. The people who were inflicted with this DNA were transformed inside out. They said it was always within us.
Those who were lucky to be free of this genetic anomaly were left to fend for themselves. Some were not so lucky. But I see a purpose to every life and death. But it's not our planet anymore. It's theirs. My name is Maya, and I'm one of the unlucky ones that survived that day 9 years ago. Nobody knows what caused the world to go to hell, but I know someone, somewhere out there, has the answer.